So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Wir haben in der letzten Folge Aya getroffen und sie hat uns die Aufgabe gegeben, die Schlange und den Gianios zu eliminieren. Und die Schlange ist der Schreiber von Gianodis, glaube ich. Moment. Müsste rein theoretisch in der Aufgabe zu finden sein. Ach nee, da ist gar nicht der Schreiber. Das ist der Schreiber des Königs. Genau, so rum ist es gewesen. Und wir werden jetzt dem guten Eurodoros mal einen kleinen feuchtfröhlichen Besuch abstatten. Und bin ich mal gespannt, was uns halt erwarten wird. Ich hoffe, nur gut aussehende Männer. Ich glaube, Frauen dürften sich da nicht drin befinden. Ach doch, schon. Die schrubben den Boden. Oh, hallo Bayek. Das muss ich mir näher angucken. Ja, der ist gar nicht super hart. Also wir hatten... Ich glaube, es war Phanos. Phanos war der Vetter von Aya. Du willst Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Bizeps, ey. Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen gar nichts. Eudoros hat ganze Absätze aus Aristos Buch über den Nil abgeschrieben. Kennen wir von deutschen Politikern. Ja, und ich weiß nicht, aber er ist ja offenbar Ägypter und der Phanos, denke ich einfach mal, Grieche. Wissen die beide nicht so gleich? Also, es ist ja üblich, dass die Männer aus dem arabischen Raum oder türkisch-arabischen Raum ja immer, die haben ja, ist ja nichts Schlimmes, aber die haben ja mal ein bisschen Haare am Rücken, beziehungsweise kommt das mit dem Alter. Aber so alt war der Phanos doch nicht. Oder hatten die Ägypter da eher einen glatten Rücken? So. Das sind natürlich sehr schöne Themen, oder schönes Thema zu Anbeginn der heutigen Folge, es kann nur besser werden. Oh, das müsste griechisch sein. Wie, sieht aus wie ein Pferd. Oder das sind die hier? Nee, die sind auch nicht alle behaart im Rücken. Oder, oh, Entschuldigung. Ich wollte nur gucken, ob ihr behaart seid. Oder habe ich mich da vielleicht einfach nur getäuscht? Es kann auch sein, dass es eine optische Täuschung ist. Und das müsste griechisch sein? Ja. Ich war ja 10 Tage in Griechenland. Und... Ich habe mich gewundert, weil die zum Beispiel das F kenne ich aus dem Russischen. Ich sehe so nicht gerade das F. Und ja, dann habe ich so festgestellt, dass die auch kyrillische Buchstaben haben. Ich meine, solange man sich mit der Sprache nicht beschäftigt, weiß man sowas nicht. Aber ich fand das ganz interessant. Und wenn man ungefähr weiß, ja, was heißt denn der Buchstabe, welcher Wortlaut ist das im Deutschen, dann kann man das eigentlich sehr... Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Man muss ja gleich Sieh lesen. Dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Sieht wirklich schön aus. Aber ich habe doch hier eine Frau gesehen. Die hat doch hier den Boden geschrubbt. Hier, gucke. Das ist die einzige Frau in den ganzen Männern hier. Da will ich nicht wissen, was in diesen Badehäusern sonst noch alles passiert ist. Mal. Ich dachte... Moment. Ach so, die bauen wieder. Ich muss mal kurz mein Fenster zumachen. Uno momento, per favore. Bevor ihr das jetzt auch die ganze Folge lang überhört. So. Das Badewasser ist viel zu lau heute. Nicht mal hier. Das kriegst du hin. Ne? Ah, oh, warte mal. Ich weiß, wie wir dort hochkommen. Wenn das Attentat kann ich mich noch erinnern. Genau, weil wir haben nämlich... Die Laune dieses Priesters hätte sich nur gebessert, wenn er gefurzt hätte. Ja, vielleicht liegt ihm wirklich einfach ein Furz quer im Magen, deswegen so schlecht gelaunt. Du hast zu viel Wein getrunken. Habe ich. Und ich werde es wieder tun. Doch, Sester. Wirst du angemessen bedient? Es geht.
Lass die Handtücher bereitlegen. Boah, was ist das denn für ein Handtuch? Das ist ja richtig gut, Mensch. Spike, du musst mir mal den Trick zeigen. Wenn ich immer ein Handtuch immer so drum wickel, ne, und dann das irgendwo reinstopfe, dann fällt es nach 5 Sekunden wieder ab. Also, das muss ich sagen. Kann ich etwas für dich tun, mein Herr? Geh mir nicht auf die Nerven, wenn's recht ist. Dummkopf. Bam! Natürlich habe ich meine versteckte Klinge. Ach, es fällt wohl gar nicht auf. Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. Eudoros, ermordet! Oh! Bei den Göttern! Okay. Er wurde ermordet! Aber er war doch so schön! Wer, Eudoros? Der also so nicht schön. Ich wollte aber... Da war die Gier zu groß und ich habe mein Leben bezahlt. Eudoros, ermordet! Bei den Göttern! Nee. Er wurde ermordet! Seht nur das Blut! Aber nee. Er war doch so schön! Ja, aber hä? Also, liegt im Auge des Betrachters, aber so wie... Also... In meinen Augen war es kein schöner Mann. Charakterlich so wie optisch. So, tschüssi. Ja. Jetzt sind wir ein waschechter Assassine. So. Montur, die Bade... Oh, die Badehausmontur. Bayek. So, dann haben wir der Plagiator. Nee, der Philosoph, was aus Versehen. Okay. Genau, Gennadius der Phylakitai. Finde und eliminiere. Genie. Wie Gennadius. Entschuldigung. Gott, ihr armen Kinder. Ja, auf jeden Fall ja, werden wir in der heutigen Folge uns um diese zwei Attentatsziele kümmern. Und dann werden wir uns natürlich noch die Nebenaufgaben anschauen. Einmal der Plagiator und den Poeten könnten wir uns, glaube ich, anschauen. Die Aufgabe von Farnas. Und die andere können wir noch nicht bestreiten, da wir noch zu schlecht sind. Und ich bin dann mal gespannt, wohin uns die Reise dann führt. Also ich weiß... Von zwei Orten, die wir dann noch besuchen dürfen. Die sind noch relativ ganz bekannt. Aber ich weiß nicht mal, in welcher Reihenfolge. Wow. Wow. Und ich muss sagen, ich glaube,
Also die Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit, dass man 100% in diesem Spiel schafft, ist eigentlich sehr hoch, weil man hat keine optionalen Missionsziele. Die haben ja immer das Genick gebrochen, was das anbelangt. Und hier hat man ja keine optionalen Missionsziele, sondern ja, muss einfach die ganzen Fragezeichen abklappern. Hat er mich gesehen? Wir müssen aufholen. Da bist du ja. Fuck. Ah! Fuck. Das war ja einfach. Kann ich denn eigentlich hier? Da bist du ja. Ja, renn doch mal nie weg, mein Großer. So, jetzt müssen wir noch den Tod bestätigen. Und dann haben wir alles. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten. Deine Hure von Weib ist eine Mörderin. Vorsätzlich und unverhohlen. Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt. Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Okay. Jetzt stimmt ja die Kopfgeldjäger. Oh, das wird lustig. Philakes sind hinter dir her. Das sind mächtige Kopfgeldjäger, die sofort angreifen, wenn sie dich sehen. Stimmt ja. Stimmt. Ah, guck mal, das ist mein Kamel. So, und wir haben hier der Plagiator. Rache des Poeten. Oder genau, das müsste rein theoretisch die Phanos-Mission sein, weil er wurde ja, als wir ihn zum ersten Mal getroffen haben, von einem so ausgelacht. So, ja, das ist ja Poet. Beziehungsweise nennt er sich selber Poet, obwohl er gar kein Poet ist. Und ich denke mal, das ist dann die Aufgabe von Phatos für uns. Und mit den Philakes weiß ich jetzt gar nicht genau, wann die kommen. Ob das einfach Zufall ist oder ob wir einfach hier alle niedermetzeln müssen, damit die halt erscheinen. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Hallo. So. Verflucht sei der König. Verflucht sei diese elende Stadt. Verflucht sei Eudorus! Ja, der ist tot. Der Blitz soll sie treffen! Ariste von Alexandria, mein Freund Eudorus behauptet, dass alle Texte über den Nil im Buch von ihm sind. Dein Leben ist in Gefahr. Er beschuldet dich des Plagiats, sein Freund Phanos. Oh, die Weinflasche. Ich möchte jetzt gerne Wein mit euch trinken. Wer bist du? Hat Eudorus dich beauftragt? Ich bin kein Freund von Eudorus. Er hat meinem Gatten Aristo nichts als Kummer bereitet. Der große Poet und Philosoph. Verhaftet. Eingesperrt, weil er schöne Dinge schrieb. Worte sind eine mächtige Waffe. Mein Liebster hat Jahre an seinem Meisterwerk geschrieben. Jahre! Eudorus stahl es ihm und gab die Arbeit meines Mannes als seine eigene aus. Und Aristo zog vor Gericht. Ein monatelanger Streit. Und am Ende wurde mein Mann geschlagen. Lächerlich gemacht und in einen Käfig gesperrt. Das bedeutet Gerechtigkeit in Alexandria? Oh, mein armer Mann.
Wenn du ihn befreien würdest, könnten mein Gatte und ich aus der Stadt fliehen und mit dieser Tortur abschließen. Das werden wir natürlich machen. Wenn du ihn befreist. Ich kenne ein Boot am südlichen Dock, das ihn aufnehmen würde. Ich warte auf euch. Bitte. Okay. Bring mir meinen Aristo zurück. Okay. Wo müssen wir hin? Ach, jetzt wird mir es angezeigt. Ja, alles gut. Das müsste... Ist aber nicht ägyptisch, oder welche Sprache die hier sprechen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ägyptisch ist oder einfach eine andere Sprache, die ähnlich klingt. Aber das klang jetzt eher so griechisch. So, wo haben wir denn? Wo ist er? Ach, stimmt. Stimmt, der wandert ja in dem Käfig umher. So, müssen wir ihn halt nur befreien. Gib den Weg frei. Ja, gib den Weg selber frei. Oh, Entschuldigung. Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein. Ich bin ein Freund von Phanos, ein Beschützer. Schlag den da nochmal. Er verdient es. Hol sie dir. Den da als Nächsten. Der da stinkt wie die Pest. Pass auf. So. Kann ich ihn tragen? Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flachos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig. Ich bitte dich, bitte. Wir müssen aus der Stadt verschwinden. Kann er überhaupt noch sitzen, wenn er die Hüfte gebrochen hat? Die verdammten Wachen werden mich finden. Ja. Ägypten ist kein Ort für einen Philosophen. Guck mal, ich bin schon dabei. Kannst du sehen, wie schnell ich hier in Richtung Hafen reite? Muss er jetzt nur noch mal... Ja, hier kann ich runter, oder? Wow. Oh Gott, Entschuldigung. Aristo, hier drüben. Das Boot ist bereit. Wir stechen in See, sobald du an Bord bist. Meine Frau, den Göttern sei Dank. Tada. Wir sind da. Mein Liebster, ich bin so dankbar, dass du frei bist. Ihr müsst gehen. Die Philaketei werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Pflicht und Ehre gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter. Okay, der Plagiator. Unser Kamin ist schon wieder weg. So. Ja, bei Stufe 20. Ah, der Außenseiter. Stimmt, die kommen dann immer hierher gewandert. Warte mal, wir versuchen mal. Warte mal, wenn ich mich jetzt hier hin teleportiere. Stimmt, wir müssen die mehr oder weniger aus dem Weg gehen. Und ich glaube, die, wenn wir die besiegen, geben die uns gute Belohnungen. Beziehungsweise relativ viel EP. So. Oh, wo ist der? Der ist dort unten. So. Dann werden wir jetzt noch zum Schluss versuchen, ihn zu eliminieren. Ich glaube, die sind richtig schwer. Weil man muss... Also, soweit ich es in Erinnerung habe, es kann auch sein, dass es in Odyssee gewesen ist. Ja, ich habe es gespoilert. In Odyssee gibt es auch solche Feinde. Und auf jeden Fall war das in Odyssey oder auch in Origins oder in beiden Spielen, dass wirklich jeder Philakis eine andere Fähigkeit hat und man wirklich
gucken muss, okay, wie kann man am besten gegen ihn antreten. Und es war richtig cool. Ein Pferd, ne? Wieder weg. Mechai! Geduld! Ich habe Zeit! So. Komm zu mir! Ja, genau! Hab ich überhaupt? Ja, gut. Ich denke, wir werden erstmal ein bisschen warten. Lol. Der ist ja übelst OP. Richtig OP ist der ja. Heilige. Stufe der Außenseiter. Ach du Heilige. Oh, guck mal, hier haben wir noch was. Dann machen wir das zum Schluss. Boah, der hat mich ja richtig auseinandergenommen. Absolut. Ich weiß nicht, ob die auch mit meinem Level mitleveln. Weil dann werde ich nie einen Phylakis besiegen. Beziehungsweise muss ich mich erstmal übelst hochleveln, was meine Ausrüstungsgegenstände anbelangt. Mein Gott. Ach, hier. Oh, verdammt. Kommen die wieder mir ein bisschen entgegen? Und dann kommt die mir angeschwommen, weil jetzt bräuchte ich ein Boot. Ah! Wovon Teufel spricht? Hammer 1. Oh, da kämpft mir noch. Ja, ich muss, guck mal. Die Götter lieben großzügige Seelen. Dieser Ort wird schwer bewacht. Los, komm. Ganz nah. Was? Hey, was? Du Wurst! Hallo! Ganz schön knapp! Stirb! Das war's! Weg mit dir. Nice. Dann haben wir alles. Hui. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh, alles klar. Haben wir nichts weiter. Hier mit Stufe 20. Gut, dann würde ich sagen, werden wir es erst einmal ein bisschen wie hochleveln. Und gehen. In welche Richtung gehen wir denn? Wir können in die gehen, weil hier haben wir noch unser Level. Beziehungsweise werden. Ach, verdammt, das ist der Außenseiter. Scheibenkleister. Der doch. Warte mal, der Räder war doch auch in Canpos, Canopus. Der war doch auch dort. Ja, ich würde halt schon gern die tägliche Aufgabe mitnehmen, weil ich habe das in der letzten Aufnahme nicht geschafft. Da waren dann die Kopfschmerzen und die Müdigkeit zu groß. Ich dachte, der wäre auch hier mit. Aber nun gut. So, vielleicht schaffen wir es auch, den Phylakis auszutricksen. Idiotin. Beziehungsweise, warte mal. Nee.
Ich werde jetzt mal hier die Pause beenden. Ja, die Folge beenden. Wir werden in der nächsten Folge versuchen, den Bronzetransporter zu überfallen und werden dann auch zum Reda gehen. Und dann werden wir uns nochmal Richtung Kanopos aufmachen, um halt dort uns einfach hochzuleveln, damit wir halt wirklich auch in Alexandria dann die anderen Aufgaben mit absolvieren können. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Aufgrund, also trotz des abrupten Endes, und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.